Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ja, hoffe, dass ich weiter so konsequent gut spielen kann. Im letzten Spiel haben wir ein Elfmeterschießen gewonnen. Das war jetzt das zweite in Folge. Wir sind natürlich immer noch total im Minus, was unsere Bilanz bei den Elfmeterschießen angeht. Aber okay, ich habe jetzt die letzten beiden gewonnen. Das ist doch schon mal was. Und ich hoffe, wenn das nächste irgendwann einmal kommt, das nächste Elfmeterschießen, dass ich das auch wieder gewinne, aber ich hoffe natürlich, dass das so bleibt, wie das momentan der Fall ist. Also wir sehr, sehr selten ins Elfmeterschießen kommen, wir vor allem in der Verlängerung dann gewinnen, sollten wir in die Verlängerung kommen. Und das haben wir die letzten Male ziemlich gut hinbekommen, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, Action! Und versuchen, gut zu spielen, konzentriert zu spielen, Chancen nutzen. Wir haben jetzt auch schon gegen wirklich sehr gute Teams gespielt und die gewonnen. Eigentlich die letzten beiden Spiele waren gegen genau solche Teams. Oh mein Gott. Wieder der Schmeichel im Tor, 90er Stürmer, also dieser Typ können wir auch schon. Dann Squad Building Challenge. Na, wie hieß er? Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber der Stürmer halt krass. So, jetzt konzentrieren. Wir können auch gegen solche Teams gewinnen. Wenn wir verlieren, dann ist es hoffentlich, weil der Gegner wirklich deutlich besser spielt und nicht, weil wir irgendwelchen Mist gebaut haben. Ich bin den Ball abgefangen mit Bender. Der Pass kam super scheiße. Abgefälscht, Alu! Schade. Oh, da kommt auch noch. Promis, okay. Ach, verdammt. Schade, schade, schade. Weil die gerade auf Arangis passen. Müsste eigentlich ja noch eine Ecke. Er deckt hier vorne nicht wirklich zu, deswegen mache ich mal kurz. Ging jetzt zwar trotzdem wo komplett anders hin, aber egal. Bei mir ist gerade ganz kurz der Laptop angegangen. Ich glaube, man hat es im Video. Oh, Dreckspass. Hat es im Video nicht gehört, aber ich habe es gehört. Ich weiß nicht, wieso der manchmal angeht. Schön gemacht von Schmelzer und Mitschmelzer. Nochmal schön. Oh, sehr belegt. Aber jetzt haben wir beide einen Alu-Treffer, von daher ausgeglichen. Hat aber gut gespielt. Er spielt sehr belegt. Es wird ein ultraschweres Spiel.
Wir waren eigentlich noch am Ball dran. Keine Ahnung, wer den da weggepasst kriegt. Das hat er gut gespielt. Der Ball darf da nicht durchkommen, diese Flanke. Aber er hat es vorher gut gespielt. Schade, es geht mir auf den Sack, dass sie sich einfach, dass sich so wenig Spieler ihre Tore nochmal anschauen. Ich finde es auch nicht respektlos gegenüber den Gegnern, weil ich will einfach dann sehen, wo der Fehler liegt bei mir. Da kann ich mir das nämlich in der Zeit immer nochmal schön anschauen. Und ich habe auch keine Lust, jedes Mal nach dem Spiel nochmal die Tore anzuschauen. Deswegen, ich muss das einfach in der Situation halt für mich erfahren. Aber ja, es macht halt leider so gut wie niemand. Weil halt einfach, das ist eigentlich sogar schon rot, ne? Also mal davon abgesehen. So wie der da reingeht von hinten. Ja, aber leider machen das die wenigsten, die sich das anschauen. Ah, hier ist noch was drin auf jeden Fall. Wir können das Spiel noch drehen. Ach, direkt verletzt Arangis. Ja, wie gesagt, es war von mir auch definitiv ein Rotfoul, wie er da reingeht. Schade. Sollte direkt passen, Mann! Jetzt fressen wir wieder so einen beschissenen Konter. Verliert halt so gut wie keinen Ball im Aufbauspiel. Ist so nervig. Och Mann, der Pass ankommt. Arangis läuft perfekt dann. Kann ich schön den Lauf spielen. Mal gut verteidigt. Schade, dass diese scheiß Flanke durchkam. War ja auch kein geil rausgespieltes Tor. Nur halt der Pass nach außen war gut. Mann, dieser Alu-Treffer. Klar, Gegner hatte auch einen Alu-Treffer. Ich würde aber sagen, es ist relativ ausgeglichen bisher. Wenn es ein halbes Tor gäbe, wenn es möglich wäre, ein halbes Tor, dann würde ich sagen, ein halbes Tor wäre für ihn verdient. Also, dass er mit einem halben Tor führt. Ich finde, ein Unentschieden wäre nicht ganz fair. Er war schon also wirklich ein Tick besser. Ich sag mal ein halbes, ich sag wirklich ein halbes Tor. Er war ein halbes Tor besser. Bisher. Gut, bei 0,5 wird aufgerundet, von daher passt er schon wieder. Ich glaube, ich lass mal noch auf ausgeglichen, weil wir erspielen uns auch ganz gut Chancen und ich will einfach jetzt nicht nach hinten zu offen stehen. War eine schwere Ballannahme. Muss ich vielleicht direkt versuchen, wieder nach hinten zu ziehen, aber.
haben wir ein bisschen Glück, muss ich zugeben, aber es war ganz gut gespielt, war ganz gut rausgespielt und Zubo macht mal wieder ein Tor, von daher bin ich eigentlich auch zufrieden und denke, das geht auch okay so. Hier haben wir ein bisschen Glück, dass der Ball direkt wieder bei uns landet, das muss ich sagen, aber dann haben wir es trotzdem nochmal mit zwei, drei Pässen gut gespielt und Zubo zeigt auch, dass er wieder einen guten Abschluss hat, sehr schön. Und vor allem besser als Brand ist, vor allem steht er halt besser als Brand, finde ich. Scheiße, ich wäre lieber durch gewesen, als dieses Foul zu bekommen. War natürlich auch wieder gelb. Bye. So, flanken wir mal ein bisschen weiter raus. Was dann leider trotzdem nicht klappt. Oh, das macht er eigentlich gut. Ginter, aber bleibt dann nicht im Ballbesitz. Wie offensiv der steht, ey, das ist der Wahnsinn. Schade. Schön, wenigstens Ballbesitz. Scheiße! Ganz schlimmer Ballverlust. War bitte abgefälscht, war bitte abgefälscht, war bitte abgefälscht. Ah, Zuber und Pulisic haben wir noch zu viel Power, möchte jetzt eigentlich noch nicht wechseln. Gucken noch mal kurz aufs gegnerische Team, ob das umgestellt hat. Gouillet, ah, Gouillet, da war ja auch Sechser bei uns, Inform Sechser, glaube ich. Als wir dann die Premier League Mannschaft haben, hat er sich sehr gut gespielt in FIFA 17. Kolasinac ist halt auch geil, ne, dass es den jetzt in der Premier League gibt und nicht mehr in der Bundesliga. Das ist echt schade. Und vor allem, ich habe letztes Jahr wirklich die, in FIFA 17 die ganze Saison drauf gewartet, dass Kolasinac endlich mal eine Inform bekommt. Und was passiert? Er bekommt keine. Und jetzt innerhalb der ersten Wochen bekommt er eine in FIFA 18, wenn er in der falschen Liga spielt. Was? Ich dachte echt, wir wären am Ball gewesen. Ja, also er wäre am Ball gewesen und wir hätten jetzt Ballbesitz. Knapp. Nein, ich wollte ihn nicht raushauen. Ich habe es zu spät gesehen. Jetzt macht er aber hier ein paar. Oh, fick. Egal, jetzt macht er hier ein paar Passfehler. Ich aber auch gerade, aber das war halt einfach nur. Scheißlacker, ey! Fuck! Und alles nur wegen diesem Drecks-Scheißpass, den Tolisso spielt. Er war so einfach und er führt ihn so beschissen aus, ey. Und dann hat er hier auch wieder so ein beschissenes Glück, dass er den direkt vor die Füße kriegt, den Ball. Weil ich habe einfach nur auf klären gedrückt und dann gibt es halt einen beschissenen, geklärten Kopfball, der richtig scheiße war. Schön, dass Arangis nicht weiterläuft. Och, es läuft gerade wieder alles gegen mich. Ist mir aber scheißegal, es gibt kein Momentum und ich werde jetzt hier das Spiel noch gewinnen. Macht er leider gut, war aber ehrlich gesagt auch nicht ganz so geplant. Hat er Glück, dass er den noch geblockt bekommt.
Die Führung ist nicht verdient, in meinen Augen. Das zweite Tor nervt mich echt. Das erste war okay. Das hat er halt zumindest die Flanke gut rausgespielt. Dass dann die Flanke durchkommt, ist ein bisschen blöd. Das zweite Tor war richtig scheiße. Hat der Gegner halt echt doppeltes Glück. Einmal, dass Tolisso irgendwie gerade im Moment keinen Bock hat, einen guten Pass zu spielen oder einen einfachen Pass zu spielen, der auch eigentlich alle ankommen müssen. Und dann halt, dass dieses Scheißding aber irgendwie da vor die Füße landet, ey. Fuck you! Er spielt echt gern diese dreckigen Flanken und dann funktionieren die auch zweimal noch. Was macht er denn jetzt? Will er mich jetzt dazu nötigen, rauszugehen oder will er jetzt auf Fünferkette umstellen oder was? Ja, das Spiel ist natürlich durch. Ich habe jetzt, also klar, wie bei 18 kann man auch noch zwei Tore schießen in den paar Minuten, aber ist, wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass hier ein Unentschieden verdienter wäre, auch wenn wir jetzt anscheinend 3-1 verlieren. Was soll's? Aber jetzt sind wir aber wieder im Hintertreffen. Wir haben zweimal unverdient dann verloren, wenn es so bleibt. Und ja, super schön gespielt, den Pass. Jetzt müssen wir halt das Tor machen, damit wir noch eine Minimalchance haben, aber das wird halt nichts, weil wenn wir jetzt ein Tor schießen, haben wir das Problem, dass er den Ballbesitz hat und dann natürlich, was ich auch machen würde, auf Zeitspiel geht. Aber naja, wie gesagt, meiner Meinung nach unverdient. Jetzt sind wir wieder eins im Hintertreffen, haben zwei Spiele unverdient gewonnen, drei Spiele jetzt unverdient verloren, meiner Meinung nach. Ja, es war wieder mal ein schlecht ausgeführter Pass. Schade, schade, schade. Kann man nichts machen. Wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Abhaken, auf zum nächsten Spiel und da wieder verdient gewinnen. Zubo macht das Tor, Vorlagenrang ist. Okay, Calcio ist wieder dran. Zwei Flankentore, das ist schon bitter, weil das halt echt selten passiert. Aber gut, das ist dann halt einfach so ein Spiel, wo dann leider der glücklichere Spieler gewinnt. Es war ja auch ausgeglichen, also ich sage ja auch nicht, dass es unverdient ist, dass er gewinnt, weil ich hätte gewinnen sollen, sondern es ist unverdient, dass er gewinnt, weil es hätte unentschieden sein sollen. Und das habe ich ja schon mehrmals gesagt, in FIFA 18, wenn das Spiel ausgeglichen ist und ein Unentschieden gerecht wäre, dann gewinnt meistens der mehr Glück hat, weil dafür einfach, es ist zu einfach ist, in FIFA 18 Tore zu schießen. Auch schon wieder ein krasses Team auf jeden Fall, vor allem mit Ibrahimovic im ZOM. Mal gucken, ob ich ein leichtes Spiel gegen eine Dreierkette habe, aber ich gehe mal davon aus. Er wird sehr defensiv spielen und versuchen, das damit auszugleichen. So mal ein paar sinnlose Schusstäuschungen gemacht.
Oh, Icardi! Den musst du doch machen. So knapp. Ach, jetzt stellt er anscheinend auch noch um. Scheiße, Mann. Aber egal, wir gewinnen das Spiel, so dass diese vergebene Großchance von Icardi keine Rolle mehr spielt. Den muss er natürlich machen. Bin mal gespannt, auf was er umstellt. Aber würde mich nicht wundern, wenn er auf Viererkette geht und das hier nur irgendwie macht, um seine Spieler unterzubringen. Er hat immer noch die Kette drin. Okay. Immer noch. Okay, wer weiß, man hat vielleicht irgendwas anderes gemacht oder braucht die Pause einfach. Oh, oder er hat direkt aufs Spiel fortsetzen gedrückt und nimmt jetzt noch eine Pause. Ah, jetzt ist es ein 1-2-1-2. Alles klar, ich wusste es doch, dass er umstellt. Fuck, Mann! Dieses Tor wäre so wichtig gewesen. Das ist echt so beliebt geworden wieder, dieses 1-2-1-2. FIFA 13 wurde das fast nur gespielt. Und dann halt eine Zeit lang gar nicht mehr groß. Immer genau richtig mit Khedira. Schade. Rückt leider genau im richtigen Moment raus, so dass mein Laufpass nicht ankommen kann. Sollte nicht dahin, von daher bin ich umso froher, dass es dann doch noch irgendwie klappt. Geiler Pass auf El Shaarawy. So, Koulibaly, mach bitte mal dein erstes Kopfballtor. Ich glaube, er hat noch keins. Zumindest nicht nach einer Ecke. Er stand so gut, aber dann kommt halt doch der Torhüter. Und er hat gedacht, er kann mich hier mit so einem kleinen. Na, wie heißt es gleich? Flick. Verarschen, dann hat er sich aber geirrt. Aber Abseits sollte auch nicht auf den gehen. Schöner Fehlpass. Oh, so knapp. Richtig geiler Pass. Richtig gute Idee. Ich war zuletzt dran, keine Ahnung, wie das geht. Er hat gerade richtig Probleme im Spielaufbau, das gefällt mir. Ach, nach unten auf El Shaarawy passen. Verdammt. Er war so blank. So ein beschissenes Pace-Tor. Also der Gegner kriegt nichts gebacken und dann schießt er einfach ein beschissenes Pace-Tor. Glückwunsch. Dieses verdammte Zaha. Egal, der Gegner ist auf jeden Fall schlechter als ich, zumindest bisher. Wir haben hier die Chancen, das Spiel zu drehen. Konzentrieren. Ja, wenn Icardi noch mal diese Torschance gemacht hätte.
Oh, das gibt's doch nicht. Mit Brozovic oder was? Jetzt kriegen wir schon wieder so ein scheiß Flankentor. Weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Egal, wir können auch zwei Tore. Wir haben auch schon ein Spiel gedreht, wo wir mit 2-0 hinten lagen. Macht er gut. Macht er eigentlich schlecht. Hat aber Glück. Okay, war mein Fehler zugegeben. Ziemlich dumm von mir. Glück gehabt, dass wir hier nicht noch eins fressen. So was darf natürlich nicht passieren. Fuck, komm! Oh, sehr schön. Er ist leider immer dran, er ist leider immer dran, wenn ich am Strafraum bin. Oh, so eine unverdiente 2-0-Führung, krass. Und Icardi macht die Chance zum 1-0 nicht. Unglaublich. Aber wie gesagt, ich bin sowieso enttäuscht von Icardi mittlerweile. Also ich lasse ihn, weil er ist immer noch ein super guter Stürmer, aber er zeigt einfach nicht mehr das, was er am Anfang gezeigt hat. Er zeigt nicht das, was der. Ja, genau. Er zeigt einfach nicht mehr das, was er nicht in Form Icardi gezeigt hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Klar, er hat einen anderen Champions League-Style, aber es kann doch nicht daran liegen. Wobei, es wäre eigentlich schon mal eine Idee, ihm den anderen Champions League-Style probeweise zu geben. Das gibt's doch nicht, dass er immer noch so einen Fuß reinbekommt. Oh, wir kommen nicht zum Abschluss. Wir haben so geil getribbelt mit Quadrado. Pass. Bräuchte halt langsam mal den Anschlusstreffer.
Das macht Torreira gut. Also nach vorne ist er echt gut, aber. Oh, Ficken, ey. Aber halt einfach kein überragender Sechser. Ich komme hier einfach keinen Schuss hin, ey. Das gibt's doch nicht. Verstehe das nicht. Ich meine, es ist halt auch immer viel Glück, klar. Der Gegner macht ja auch nicht die ganze Zeit die Stellungsspiele. Das ist ja auch viel CPU. Also, das hat auch viel mit Glück zu tun, ob man jetzt jedes Mal den Fuß damit drin hat. Und er hat anscheinend auch gerade das Glück gepachtet, was das angeht. Auch wieder schlecht gespielt von mir. Ich meine, klar, da ist es eng, aber das kann ich trotzdem anders lösen. Muss ich halt den Ball halten, wenn es nicht anders geht. Das ist kein Foul. Komm schon, zwei Tore. Das schaffen wir in 20 Minuten. Komm schon. Ich will ja nicht zwei Spiele in Folge verlieren. Das wäre scheiße. Zumal halt jetzt beides Gegner sind, da ist einfach mehr drin. Beim letzten hätte es keine Niederlage sein müssen. Der hier ist schlechter als der letzte Spieler, meiner Meinung nach. Komm schon. Nice luck. Nice luck. Hat er gut antizipiert, leider. Es geht aber auf Zeitspiel. Klappt aber auch gerade nicht, wie ich mir das vorstelle. Der Ball war doch nur nicht schwer. Ah, das war's. Er spielt jetzt auch so assi, dass ich einfach das zeitmäßig nicht mehr hinbekommen werde. Mir scheißegal. Hallo, ein Rot, was soll's? Ist aber so dummer Spiel, da wird halt reingekrätscht. Haha, Loser.
Haha, Loser. Unverdient, beide Spiele verloren, das kotzt mich an. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.